Hallo, willkommen zurück bei Minecraft Pixelmon, Folge 11. Ich bin gerade erst wieder nach Hause gekommen. Ich war den ganzen Abend unterwegs, quasi die ganze Aufnahmezeit oder die ganze mögliche Aufnahmezeit, die wir hätten. Deswegen sollte wahrscheinlich keiner mehr auf den Server kommen. Ich gehe mal davon aus. Ich packe hier mal ein bisschen Krams rein. Die Sachen brauchen wir eigentlich gerade nicht unbedingt alle. Oh, so viel Holz brauchen wir eigentlich auch nicht. Soul Sand. Ich habe halt keine Ahnung, was alles wichtig wäre und was nicht. Redstone. Wofür brauchen wir denn Redstone? Den ganzen Kack können wir eigentlich da hinwerfen. So. Was habe ich gerade wieder eingesammelt? Weiß jetzt gar nicht. Wir behalten mal den Rest. Ja. Das lief letztes Mal nicht so gut. Mit dem Jagen von Dardosch. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr euch seine Folge angeschaut habt. Das war so lustig, ich habe die heute gesehen. Die kam ja einen Tag früher raus als meine. Das ist das. Oh, ich hab selten so gelacht. Das war der Wahnsinn. Und an dieser Stelle danke, Dardosch, dass du mir einfach so schöne Minuten bereitet hast, indem ich so viel gelacht habe. Der Wahnsinn. Das war eines der lustigsten Videos, die ich jemals gesehen habe. Weil der vor mir Angst hatte. Vor mir. Vor mir. Okay. Was bist du? Was bist du denn? Bist du ein. Ein. Okay. Dann bist du ein. ich hätte meine Pokémon heilen sollen, fällt mir gerade auf. Ich werde hier aber mal ein bisschen kämpfen. Zwar gegen diese Viecher hier. Ja, und zwar mit unserem. Huh, das war falsch. Das sollte so nicht sein. Hier, hoppe. Wenn wir einmal. Ember. Bam. Tot. Wo ist Audition? War der nicht auch gerade noch hier? Der war doch hier gerade noch. Ach, da unten bist du, Kleiner. Hallo. Nochmal Ember. Das sollte ihn auch. Ja, Level 23. Dann nochmal ein Hoppe. Aber der Regen ist ein bisschen sehr laut diesmal. So, jetzt nochmal Ember. Ich werd die alle ein bisschen leveln heute. Sollte ich ein Pokémon sehen, das ich unbedingt haben möchte? Oh, ich hab ein Möhrchen bekommen. Wie cool. Kann ich ja gleich mal essen. Toll, ich habe ein Möhrchen. Yay. Sollte ich, wie gesagt, ein Pokémon sehen. Oh Gott, ich muss das echt mal leiser stellen. Das ist ja ganz schrecklich. Das ist ja richtig schlimm. Boah, ey. Wie gesagt, also, ich sag's nochmal. Sollte ich ein Pokémon finden, was ich haben möchte, dann werde ich mir das holen. Oh, was ist das? Okay, ich will mal das Furret ausprobieren, weil ich weiß leider nicht, wie gut das ist. Wir werden es sehen. Okay. Packen wir Dragon Rage, dann müsste es tot sein. Ja, sehr schön. Werde ich ein bisschen trainieren. Werde gleich wieder zum Focus Center zurückgehen. Weiter trainieren. Ihr wisst das Ganze, ne? So läuft das. Sind allerdings leider nicht so viele Pflanzen-Pokémon. Ah, ja, Pflanzen-Pokémon sind eigentlich irgendwie. Oh, Oddish. Sehr gut. Du bist hier. Nehmen wir einmal Ember, dann solltest du, ja, One-Hit, so, dann du auch nochmal, einmal Ember, dann bist du One-Hit. Ach, von den Oddish kriegt man die Möhrchen, okay, gut zu wissen. Ich finde das cool, dass die Pokémon hier nicht begrenzt sind vom Platz her, also dass die hier überall lang fliegen und laufen können, nur wir halt. Wir sind halt die, die eingesperrt sind. Aber die Pokémon können sich hier frei bewegen. Das finde ich ganz schön. Oh. Ach, ein Starly bist du. Oh, Mist. Ja, genau. Das hatte ich vor. Dragon Rage. Bam. Weg. Und da ist es weg gewesen. Ich möchte halt vor allem Chameleon erstmal leveln. Den finde ich ziemlich wichtig. Um hohen Level zu haben. Was bist du denn? Snowpoke? Okay, ich probiere dich mal. Ich weiß nicht, was du bist und was du tust. Aber ich mach mal, ne? Ah, Level 24. Sehr schön. Was bist du? Bist du ein Hund? Oh, Psyduck. Ach, das ist eine Ente, eine Psyduck. Okay, ne.
Das ist scheinbar ein Psycho oder ein Hypno. Pokémon. Ich probiere den. Ah, nee, doch Level 32. Lieber nicht. Das habe ich gleich wieder. Oh, ich glaube Gloom. Gloom. Drowsy. Ich Drowsy. probiere mal Drowsy. Er hat ein bisschen was von Winnie Pooh, finde ich. Bisschen Amber. Mal gucken, wie gut ist der. Bisschen Dragon Rage. Sehr gut. Wie gesagt, ein bisschen leveln. Gehen wir gleich wieder zurück. Wir haben ja erst 5 Minuten. Und dann werden wir da gleich nochmal ein bisschen leveln. Joa. Ich würde, wie gesagt, auch sagen, wir gehen jetzt erstmal. Oh, wir können noch gegen den Trainer. Komm, wir gehen mal gegen den Trainer. Mal gucken, was hat der Ekans? Keine Ahnung. Hier einmal Dragon Rage. Monkey. Dragon Rage. Achso, können wir nicht mehr. Amber. Ah. Cool. Zubat. Nochmal Amber. Geodude. Hä? Was machen wir denn? Dann machen wir die alle One-Hit? Echt? Krass. Was ist das für ein Kack Trainer, ey? Das ist interessant. Die Kartoffel haben wir auch. Ja, Voltorb, wurde mir schon gesagt, also jetzt, bevor ich eure Kommentare lesen kann, weil die Folge erst morgen rauskommt bei mir, also mein Morgen, ist ganz in Ordnung, ist jetzt nicht unbedingt das beste Elektro-Pokémon, dachte ich mir auch. Wenn ich ein cooles finde, also ein besseres, dann werde ich mir das holen. Beziehungsweise, um ehrlich zu sein, also es ist unterschiedlich. Also mir wurde gesagt, das ist jetzt relativ egal, ob ich jetzt das oder anderes habe. Das ist halt sehr schnell. Juno. Nein, danke. Run. Run! Ich will nicht mit dir, mit dem komischen Auge kämpfen. Das sieht so aus, als wäre das ein bisschen härter. Also nicht so hart für mich, aber härter halt, ihr wisst schon. Ja, deswegen im. Hi. Es gibt, wie gesagt, zwei quasi, die ich noch im Auge habe. Also ich denke mal, also mir wurde gesagt, dass mein Team bisher eigentlich ganz in Ordnung ist. Man damit auf jeden Fall was machen kann. Ich sollte es auf jeden Fall leveln. Da bin ich auch dabei. Hondur. Wollen wir den mal? Wollen wir mal die Hondurs? Komm, wir probieren euch mal. Nee, hier, ich. Können wir mal Dragon Rage machen? Nee, können wir leider nicht. Der hat weniger Aufladung, oder? Scratch. Der macht wenigstens mal was. Scratch. Ah, okay. Dann nehmen wir mal Lavita. Sandstorm. Okay. Bite. Ja, weg. Nee, doch nicht. Noch nicht? Hä? Verstehe ich jetzt nicht, warum der Kampf noch nicht zu Ende war. Oh, ein Roggenroller. Ach, wie süß. So, gehen wir mal mit, würde ich mal sagen, mit Voltorb ran, oder? Ich will ja auch mal rausfinden, was Voltorb kann. Charge, Spark. Machen wir mal einen Charge. Yes. Hä? Was? Nochmal. Hä? Ach, der ist gestorben. Okay. Das ist mir jetzt so gar nicht aufgefallen. Ja, den muss ich noch kennenlernen. Jetzt hängen da die ganzen Augen hier immer rum. Was sind denn das für eklige Viecher? Ich bin jedenfalls ganz am Ende der Aufnahmezeit. Also quasi zum letzten möglichsten Zeitpunkt bin ich hier noch aufgegangen, weil ich vorher keine Zeit hatte. Weil, wie gesagt, ich bin eben erst nach Hause gekommen. Ganz schnell den PC angemacht, ganz schnell Minecraft angemacht und dann ging es hier ab. Und da werden wir mal versuchen, noch so ein bisschen zu kämpfen. 5 Pokémon haben wir schon, ey. Der Wahnsinn. Man könnte natürlich noch mehr haben, das ist klar. Aber ich finde 5 schon ganz in Ordnung. Es gibt schon Leute, die haben 6 Pokémon. Und das ist auch in Ordnung. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, darunter zu gehen. Ich werde es mal machen. Es kann sein, dass da drüben eins ist, was ich vielleicht haben möchte. Mal eben gucken. Ich glaube, so ein Teil will ich haben. Ich bin mir gerade nicht sicher. Was ist das? Nee, Golett wollte ich nicht haben, aber sowas ähnliches. Auch sowas in der Steingegend in Blau. Metang oder wie das hieß. Wenn ich da ein gutes finde mit hohem Level, dann würde ich mir das auf jeden Fall auch holen. Weil das ist echt stark gegen fast alles. Das wäre halt noch was, womit ich dann
Damit ich dann halt ein bisschen Sandshrew. Wer wäre denn da gut dagegen? Probieren wir mal Charmy gegen Sandshrew. Und Dragon Rage. Ja, ein bisschen Amber. Sehr schön. Dann du hier. Oh, Houndown. Oh, die sind voll knuffig. Ich weiß aber nicht, ob die zu stark sind. Ich weiß nicht, ob das ist das eine Ziege oder ein Hund oder ein Mix aus beidem. Das ist so ein bisschen schwer identifizierbar. Vor allem hängen ja irgendwie nur die Hunde ab, oder? Habe ich das Gefühl. Ganz viele Hunde. Okay, dich kriegen wir auf jeden Fall. Huh. Dragon Rage. Okay. Amber. Sehr schön. Netherrack. Was brauche ich denn? Wofür brauche ich denn Netherrack? Oh, was für ein Level ist der? Das ist, glaube ich, der, den ich will. 25. Ja, okay, den nehme ich. Bisschen Amber. Bisschen Amber. Okay. Und dann werde ich jetzt. Nee, zurück. Werde ich jetzt versuchen, den mit einem meiner Pokébälle zu fangen. Wir haben 5 Stück. Können es also 5 Mal probieren. Gucken, ob wir es schaffen. Na, okay, diesmal noch nicht. Ich klicke mal auf Fight. Probieren wir nochmal einen Pokéball. Wie gesagt, wenn es nach den 5 Mal nicht funktioniert, dann soll es nicht sein. Aber wir haben ja noch 3 Versuche. Mal gucken. Der hat halt eigentlich nicht mehr so viel Leben. Kann sein, dass wir den bekommen. Okay. Wollen wir nochmal Scratch? Okay. Das ist ja schon mal ein bisschen weniger. Ich glaube, da beim nächsten Mal, wenn wir den jetzt nicht fangen, dann wird unser Charmy sterben. Ah, oh, Mist. Haben wir noch den letzten Pokéball, den wir nochmal einsetzen können? Kann sein, dass wir den nicht bekommen. Aber ja, okay. Tja, schade. Dann machen wir nochmal Ember. Dann ist er halt tot. Und wir sind Level 26. Ja, den hätte ich gern genommen. Also einen hochleveligen Metang, weil der ist echt stark. Wurde mir gesagt. Weiß natürlich nicht, ob das stimmt. Pupitar. Level 50 auch noch. Was ist das Grüne da hinten? Was ist das? Was ist das? Da will ich hin. Das sieht aus wie ein Skorpion, oder? Ist das so ein Skorpion? Aber der sah so grün aus. Der sieht grün aus. Ach, ist das so ein Boss? Ja, das ist so ein Boss-Skorpion. Okay, ich verstehe. Huch. Okay, der hat ihn mit einem Schlag getötet. Das war jetzt krass. Essen wir mal ein bisschen was. Okay, gehen wir jetzt hin. Wie gesagt, ich möchte weiter leveln. Gucken wir mal hier unten, ob da noch was ist. Ah, ich würde mich natürlich auch gern so positionieren, dass ich eventuell gewisse Leute wiederfinden könnte. Da ich der Meinung bin, dass die gewissen Leute bestimmt immer noch nicht stärker sind als ich. Also eine bestimmte Person. Aber es ist schwer möglich, wenn man überhaupt nicht weiß. Habt ihr es dann? Oh nee, mit Diglett lege ich mich nicht mehr an. Ich habe einmal etwas Ekliges gesehen, was mit Diglett zu tun hat. Und seitdem mag ich Diglett nicht mehr. Die sind eklig. Ja, bevor wir jetzt gar nichts mehr machen, gehen wir zu den Magikarps und holen uns da ein bisschen was, würde ich sagen. Oder ein Goldeen. Da können wir ja mal ein bisschen testen, ob unser Voltorb gut ist, indem wir einfach hier gegen das kämpfen. Nein, nicht so. Können wir einfach mal testen, wie gut das ist, indem wir hier gegen die Wasserviecher kämpfen. So. Ah. Sehr gut. Hier einmal Spark. Okay, paralysiert. Nochmal. Das sieht echt gut aus. Also ich denke mal, gegen Wasserviecher haben wir hier. Du auch nochmal. Oh. Ich kann das immer nicht. Ich kann nicht so gut zielen. Sehr gut. Nochmal ein Spark. Sehr schön. Und noch ein. Cool. Das läuft echt gut. So. Dieses Geräusch immer, ne? Das ist schon ein bisschen krass. Das ist Mothop, Mothop. Oh. Dann nehmen wir unser Vögelchen und probieren mal da, ob der mit der Wing Attack gut ist. Yay! Auch nochmal aufgelevelt. Das ist schön, wir haben ganz viel Level 17. 3 mit Level 17.
Ein mit. Oh, seid ihr knuffig. Magikarp. Ein mit. Magikarp. Mit Level 20 und ein. Unser Chameleon mit Level 26. So, die 15 Minuten sind aber auch gleich vorbei. Der Server schließt auch gleich. Deswegen würde ich sagen, stellen wir uns hier unten schön mitten in die Mitte hin. Und gehen vom Server und ja, schau mal das nächste Mal, ob ich da vielleicht noch ein bisschen weiter leveln kann oder jemanden finden kann. Seid auf jeden Fall gespannt. Schaut auf jeden Fall auch bei allen anderen vorbei, die hier unten sind. Es sind nicht mehr so viele mittlerweile, muss ich sagen. Wir haben uns auf die Hälfte reduziert ungefähr. Ich weiß natürlich nicht, solange ihr, also bis ihr das gesehen habt, wie viele es dann sind. Aber schaut mal vorbei bei den anderen. Die machen auch interessante Videos zu dem Thema, zu Pixelmon. Sind auf jeden Fall auch alle ganz lustig. Vor allem Dadosch. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao.